sind sehr viel und sehr gerne mit den Kindern in der Natur. Wir probieren so viel wie möglich nach vorne zu gehen. Wenn wir uns am Morgen entscheiden, zu laufen, dann schauen wir, was machen wir da. Machen wir eine richtige Wanderung über mehrere Stunden? Oder geben wir uns Wagen braten? Es gibt immer Klassiker, die natürlich dabei sein müssen in einem Wanderjahr. So starten wir zum Beispiel traditionell unsere erste Wanderung über die Herbrig im Rüff auf der Hubel, wo die Schafe eigentlich im Sommer sehr lang sind. Und dann über das Mutterbrinsdorf. Heute haben wir etwas Gemütlicheres gemacht. Es war mehr so ein Spaziergang mit einem Picknick verbunden. Es geht ja nicht immer darum, dass man 4-5 Stunden wandert, sondern dass man miteinander zusammen in der Natur ist und etwas gemacht hat, wo die Kinder den Spass behalten. Wir machen sehr viel aus eigener Erfahrung, weil nur wenn man die Wanderungen selber gemacht hat, kann man es euch gut mitgeben. Man kann sagen, was ihr ein Picknick machen könnt. Ich finde, Zermatt bietet für Familien gerade im Sommer euch sehr viel. Man kann unbeschwert in der Natur sein, man kann wandern, man kann es wirklich auf die Kinder individuell abstimmen, wo man geht. Und es ist von der Temperatur her angenehm, man hat Wasser, man hat alles. Also ich werde nie anders im Sommer sein.